So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4. Und wir müssen jetzt hier mit unserem Blutdiamanten abhauen. Mal gucken, was uns da draußen erwartet. Okay, die sind irgendwie ruhig geworden. Da ist einer. Okay, der... Oh mein Gott. Ah, verdammt, das war daneben. So. Wenn ihr nicht schießen wollt, dann schieße ich als erstes. So, und dann nehmen wir jetzt die Waffe hier. Weg mit dir. So, da unten sind immer noch welche. Okay, das ist ein Sniper. Fahr du Auto. Wir müssen nur abhauen. Deswegen bin ich blühen zum Übergabepunkt. Alles klar. Hier erstmal schön den Berg runter geslidet. Ich kann gerade mal schauen, wo wollen wir denn hin? Da können wir auch glatt andersrum fahren. So, Reise zum Wegpunkt. Da kann man jetzt ganz gechillt hier hinfahren, den Autopilot fahren lassen. Bisschen hier. Das ist schon praktisch, wenn man mit dem Autopilot fahren kann. Und man kann dann die Gegner hinter einem so erledigen. Ohne dass man irgendwie groß von der Straße abkommt. So, 280 Meter noch. Ja. So, ich habe es aber ausgemacht mal. Damit wir hier ein bisschen schneller ankommen, weil die Reise zum Wegpunkt ist doch... Dauert doch etwas länger. So, und wir sind schon da. So, schön zur Haustür rein praktisch. Wunderschön geparkt. So. Eine kurze Jagd. Mission beendet. Okay, sehr gut. 45.000. Sehr schön. Robby Ray Rana. Aber Robby, du bist mir jetzt egal. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Schauen wir. Hier hinten wieder eine Longinus-Mission. Wahrscheinlich müssen wir für die Typen hier hinten eine Mission machen. Und da sollten wir am besten den kürzesten Weg, also Schnellreise dahin. So. Wenn wir jetzt schon hier in so einem Ding sind, dann können wir gerade auch mal unsere Sachen verkaufen und neue Sachen einkaufen. So, und raus. Und jetzt, ach, hat er unseren Wegpunkt weggemacht. Da wollen wir hin. Wie weit ist es? 889 Meter haben wir irgendwo einen. Ich glaube nicht. Helikopter haben wir keinen. Dann ebenso. Fahren wir einfach hier. Selber hin. Ohne Leute zu überfahren am besten. Oh, da haben wir gerade einen Reh überfahren. Und das waren... So, jetzt können wir gerade mal testen. Die fahren uns jetzt hinterher. Ah, nachladen.
Okay, ich glaube, wir sollten kurz aussteigen. Ah. Du verdienst es nicht zu leben. Nummer 1. Du fährst nicht weg. Ah! Nee, die Karma-Mission mache ich jetzt nicht. Geht weg! So. Boah. So, und ich glaube, es ist auch an sich vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir mit einem Jeep, mit einem MG oben drauf dahin fahren. Dann haben wir nämlich direkt eine Verteidigung, falls da irgendwas, was ich... Ah ne, halt, da kriegen wir erst die Mission. Wir fahren immer noch richtig? Ja, sehr gut. Oh. Ich meine, die ganze Region steht so lange, ich mich zurückerinnern kann, unter Parkgangskontrolle. Ich habe gehört, dass es dort sogar Gulags für unerwünschte Personen gibt. Was soll denn... sind wir schon da? Ach, wahrscheinlich ist das hier so ein Weg, den man zu Fuß, den die Fahrhilfe nicht fährt. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ah, eine Rieskatze. Ja, ich glaube, das war's. Ah, los, los. Stirb. Ach, komm. Weißt du, die Katze kommt raus und attackiert uns. Dankeschön. Jetzt dürfen wir wieder da hochfahren. Gibt's nicht irgendwie... Haben wir nicht irgendwo einen Helikopter in der Nähe oder sowas, den wir nutzen können? Hier ist doch ein Helikopter normalerweise, oder? Nee. Ach, jetzt dürfen wir da wieder hochfahren, oder wie? Tja. Sieht wohl so aus. Es tut mir jetzt leid. Ganzer Weg nochmal. Okay, müssen wir da halt ein bisschen mehr aufpassen. So, jetzt fahr los. So. Dann sehen wir das gleiche nochmal wie gerade eben. Vielleicht kommen wir auch dem gleichen Konvoi entgegen, wer weiß. Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei. Soweit ich weiß, wird dort kein Scheißsinn. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radioprogramm für euch. Oder etwa nicht. Bin ich spießig, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen. Ich meine, Sex macht Spaß. Und dafür bin ich dankbar. Ich tue es, sag Dank und bleib in Bewegung. Aber wenn man seine Festplatte in das Floppy-Laufwerk von einem Mädel stecken will und dazu noch die Mittelklammern und Peitschenrad soll, dann hört es für mich auf. Okay. Interessantes Thema. Aha, was wurde drüber geredet? Und da oben geht irgendwie eine Karma-Mission. Wollen wir den... Ne, den helfe ich jetzt nicht. Pech gehabt, fang das... Was macht denn die mitten auf der Straße? Mann, hier fahr ich. Hast du nichts zu suchen, Frau? So. Mann. Ach komm schon, Shoto. Du sagst nicht, tut mir leid nach dem Sex? Du doch nicht so, als würdest du nicht zu früh kommen. Oh, schon wieder hier. Okay, dann eben mit Schwung einmal aussteigen. Sag mir jetzt ja nicht, dass ihr noch irgendwie so eine riesen... Okay, die hat mich noch nicht gesehen, sehr gut.
So, erstmal auf die andere Straßenseite wechseln. Oder sind da auf dem Hügel jetzt noch? So. Jetzt sind alle weg. Und ich kann gemütlich meines Weges fahren, hoffe ich doch. Mann. Und ein paar Tiere überfahren, komm. Arme Tiere. Boah, was machen? Naja. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Hier gehe ich jetzt mal wieder lieber zu Fuß. Als sind wir hier angekommen, wo wir eben von dem Tiger getötet wurden. Und vielleicht wäre es besser, wenn wir... Hallo? War ja nicht so eine... Alles klar, dann halt nicht. Hier war doch eben so ein Tigerkäfig. Dann gehen wir halt zu Fuß hin. Es dauert zwar ein bisschen, aber... Egal. Die Waffe in die Hand genommen, falls was ist. Kann ja nie wissen, hier ist nichts. Ah, hier können wir schon wieder so schön runterspringen mit dem Wingsuit. Diese Fahnen und so, die hier hängen, die finde ich auch immer richtig... Das macht es irgendwie... Alles authentisch hier. So. Ah, da ist so ein Teil, mit dem wir nachher wegspringen können. Und jetzt... Könnten wir zu dem Typen hier reingehen? Ich bin nur gerade am Überlegen. Weißt du was? Wir haben doch eine dicke Sniper. Hallo? Wir haben doch... Ach, kann es sein? Wir können von hier nicht schießen. Also können wir da jetzt nicht kalt... Oh, nicht kalt machen. Nein, gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, betreten wir das Haus von dem Typen oder wer auch immer das da drin ist. In der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt die Folge, höre ich jetzt mal ein bisschen kürzer auf hier. Weil es gerade so schön passt. Dann können wir... Muss ich jetzt nicht da reingehen und die Mission erst im nächsten, in der nächsten Folge annehmen. Ich kann nur gerade. Hier ist nichts. Doch da irgendwas zum Einsammeln. Mohan Gales Tagebuch. Das ist mein Vater, so viel ich weiß. Folgen dem kleinen Flüsschen. Vielleicht finden wir irgendwo Kisten hier. Hier ist eine Kiste. Die habe ich schon aufgemacht, so wie es aussieht. Hier, die Kiste, habe ich ja schon aufgemacht. Hier war ich doch noch gar nicht. So, jetzt ist der Krieg wohl da unten vorbei, jetzt wo ich hier meine Waffe zücken. Naja, egal. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehe ich in der nächsten Folge zu dem Yogi and Rigi rein und mal gucken, was die für eine Aufgabe für mich haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.